Moin zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um Vizolink Babymonitor, die Menüsteuerung. Und dann geht es weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von Going Bus. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen. Liegt regulär bei 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus. Also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Vorab möchte ich mich erstmal bei Vizolink bedanken. Die haben mir das Gerät zur Verfügung gestellt. Und ich habe ja schon ein Unboxing darüber gemacht. Und jetzt geht es mal um die Menüführung. Also falls es hier Geräusche gibt, nicht wundern, das ist eine Rückkopplung, weil die Geräte zu dicht sind. Hier sind jeweils zwei Netzteile dabei, von USB-A auf USB-C. Und die Kabel sind auch lang genug. Jeweils zwei Stück. Die Bedienungsanleitung oder Quick Start Guide habe ich euch im Unboxing gezeigt, ist auch auf deutscher Sprache. Hier steht dann auch, wie man so das platzieren soll. Aber wir gehen jetzt mal hier rein. Dafür machen wir das Ding mal an. Das ist der Monitor, 5,5 Zoll. Hier steht auch Babymonitor. Jetzt warten wir ganz kurz ab. Die Kamera habe ich momentan aus, sonst würden wir uns selber hören. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, dass wir auch was einstellen können. Hier ist das schon auf Deutsch. Ich habe das schon auf Deutsch umgestellt. Also wenn ihr jetzt hier runter geht. Einstellungen. Hier haben wir die Zeiteinstellung, Sprachen, Temperatur. Wir können auch die Temperatur des Babys oder es können ja auch ältere Menschen sein, die vielleicht pflegebedürftig sind, aber ich nicht permanent dabei sein möchte, weil ich vielleicht mal einen Videoabend machen möchte, oder ist da auch völlig legitim. Ich kann aber auf jeden Fall die Person überwachen, ich kann auch mit der kommunizieren. Hier sind Mikrofone und Lautsprecher sowohl in dem Monitor wie auch in diesem süßen Kamera, Mikrofon und Lautsprecher. Und dann kann ich hier raufgehen und dann kann ich die Sprachen einstellen. Das war zu Anfang auf Englisch. Hier habe ich natürlich verschiedene Sprachen, Russisch, Portugiesisch und so weiter und so fort. Wir lassen das natürlich auf Deutsch. Hier habe ich die Zeiteinstellung, 24 Stunden. Hier, ich kann eigentlich alles einstellen, auch Datum. Gut, wir haben nicht den 5.6. So, jetzt habe ich immer ein bisschen rumgespielt. Wir gehen hier wieder raus. Dann müsst ihr immer diese Taste hier unten drücken. Dann gehen wir hier drauf. Hier können wir umstellen auf Celsius bzw. Fahrenheit. Wann soll Alarm losgehen? Sowohl im niedrigen Temperaturbereich und im höheren Bereich. Also alles, was über 29 Grad ist. Als Beispiel. Das kann man natürlich auch einstellen. Den kann ich die Temperatur zum Beispiel erhöhen. Ich glaube, die Durchschnittstemperatur liegt so bei 36 Grad eines Körpers. Alles, was darüber hinausgeht, sollte dann angezeigt werden. Ich glaube, ab 38 ist die niedrige oder erhöhte Temperatur. Also stelle ich das auch, ich kann nur bis 37 Grad. Dann bestätige ich das und das war es dann auch schon. Hier kann ich alles wieder zurücksetzen. Ich habe natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich hier eine SD-Karte einlegen kann. Aber das brauche ich nicht. Das Schöne ist, ich brauche keine App, keine WLAN-Verbindung zwischen diesen beiden Geräten bis zu 350 Meter. Es sei denn, da sind Stahlbetonwände dazwischen. Dann ist ja klar die Entfernung geringer. Dann gehen wir hier wieder zurück. Dann haben wir hier so eine Art Harmonie.
Verfolgung. Also müssen wir auch mal da reingehen. Ich habe die Möglichkeit, dass ich einen virtuellen Bereich einstellen oder einrichten kann. Jetzt ist das aus. Ich gehe jetzt anmachen. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich dann den Bereich eingrenzen kann. Funktioniert klar nur, wenn ich jetzt die Kamera anmache. So, dann gehen wir einmal in den virtuellen Raum rein. Dann gehen wir einmal auf. Auf, ja, hier steht auf, heißt dann klar ein. Und dann können wir jetzt hier den Raum erstellen, der jetzt für das Baby oder für wen auch immer, kann ja auch ein Tier sein, so sein sollte. So, dann können wir das hier auch noch so markieren. Ich hoffe, ihr könnt das deutlich sehen. Und dann gehen wir auf Bestätigen. Und jetzt ist das an. Und dann gehen wir zurück in die Cam. Und dann können wir hier auch, wir können auch Schlaflieder machen zum Beispiel. Ich mache jetzt mal. Den haben wir nicht klar kein Mikrofon und keinen Lautsprecher, sondern da läuft dann klar eine Melodie zum Einschlafen. Hier haben wir verschiedene, weil die Kamera jetzt woanders ist, sonst haben wir eine Rückkopplung, das möchte ich gerne vermeiden. Wir haben hier verschiedene Töne, ist ja nicht schlecht. Dann gehen wir hier wieder raus. Das waren Schlaflieder, hier haben wir Kameravolumen, also Lautstärke. Da gehen wir auch auf ein. Dann gehen wir hier wieder raus. Dann wird das getrackt. Kamera hinzufügen. Aber wir haben ja eine. Also das wäre, wenn wir jetzt eine noch mehr, bis zu 15 Kameras können wir hinzufügen. Aber das wollen wir ja nicht. Dann gehen wir hier wieder raus. Hier haben wir zum Beispiel Fütterung, wenn das jetzt bei Kleinkindern sind. Oder eben 2-Stunden-Rhythmus, 3-Stunden-Rhythmus. Ruhemodus. Jetzt nach 5 Minuten, dann geht das Display aus. Aber so lange möchte ich ja nur nicht warten. Weinerkennung, also wenn das Baby jetzt zum Beispiel weint, das ist jetzt an. Wir können es dann klar, wenn jetzt jemand schreit, dann wissen wir Bescheid. Wir müssen einmal ins Kinderzimmer. So, dann gehen wir, oh, das war ein Drücker zu viel. Und hier können wir in die Cam umschalten. Das war eben gerade die falsche Taste. Also das ist, und wenn wir sprechen wollen, dann halten wir die Taste gedrückt und jetzt können wir sprechen. Und jetzt hört uns die Person, das kleine Baby oder eine ältere Person, die gepflegt werden muss. Ich komme gleich zu dir, bleib ruhig und dann lassen wir wieder los und dann kann das Baby oder die Person auch antworten. Und wie ich schon erwähnte, es gibt keine App, keine WLAN-Verbindung, also es muss mit nichts gekoppelt werden. Hier sehen wir auch die Temperatur, 24 Grad. Ich komme mal dicht daran, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ist nicht klar bei dem Licht leider etwas schlecht, ich gehe mal zurück. So, jetzt könnt ihr es besser sehen, 24 Grad. Wird von der Kamera gemessen. Ja gut, das Datum stimmt immer noch nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust daran umzustellen. Hier ist ein Akku drin und dann können wir das auch lange benutzen. Und dann, ja, hier ist der Speicher, der interne Speicher. So viel ist verwendet worden. Da können wir jetzt auch raufgehen, müssen wir jetzt nicht. Sprache hatte ich euch ja schon gehört. Hier können wir jetzt formatieren, wenn wir sagen, so jetzt wollen wir von dem Bildmaterial nichts mehr haben, können wir das auch wieder löschen. Dann gehen wir hier wieder auf diese Menütaste. Und dann ist es nach wie vor an.
Schlaflieder können wir machen, habe ich ja euch schon gezeigt. Ruhemodus, dann geht Display aus, wenn das jetzt zum Beispiel am Bett ist. Dann geht das nur an, wenn jetzt ein Geschrei ist oder sowas. Ich finde das sehr gut, sehr praktisch und ja, warum auch nicht? Das ist doch eine gute Idee. Man kann das Baby oder auch ein Kleinkind überwachen. Es kann in Ruhe spielen, es wird nicht weiter gestört. Und ich würde sagen, ein sehr gutes Gerät, sehr gute Qualität. Wenn ich jetzt mal aufs Bild gehe, ich halte es mal ein bisschen anders hin, so. Es ist ein schönes, klares HD-Bild. Reicht vollkommen aus. Wir müssen da jetzt nicht haben. Ihr hört natürlich klar jetzt die Geräusche, die jetzt in dem Raum oder in dem Zimmer entstehen. Was ich auch gut finde. Ja, würde ich sagen. Also es ist jetzt kein Touch. Muss es auch nicht. Also um Gottes Willen. Reicht vollkommen aus. Und dann würde ich sagen, das soll es ja auch gewesen sein. Ich werde dann nochmal ein Video drüber machen, wenn ich das nochmal reiflich getestet habe. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Und dann würde ich sagen, hier soll es auch gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Techtik. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.